Die tiefen Temperaturen im Winter setzen den Autobatterien zu. Lässt sich der Motor einmal nicht starten, weil die Batterieleistung nicht ausreicht, kann ein Starthilfekabel schnelle Hilfe leisten. Der Touring Club Schweiz testet insgesamt 11 Starthilfekabel für Autobatterien. Zu den getesteten Produkten gehören Starthilfekabel von SW Stahl, Unitec, Miocar Einhell, ATU, GoOn, Obi und Landi. Die Produkte werden jeweils an einem Kleinwagen, einem Mittelklassewagen und einem Nutzfahrzeug mit großem Dieselmotor getestet. Die Testkriterien umfassen die Funktion der Startkabel, die Handhabung und die Sicherheit. Wichtigstes Kriterium ist, ob das Startkabel alle drei Motoren starten kann. Die dünnen Kabel im Test verfügen nur über 16 Quadratmillimeter Querschnitt und haben einen höheren Leistungsverlust. Das Schlusslicht im Test ist das Pannenset der Landi. Dieses hat beim großen Dieselmotor versagt. Bei der großen Hitze schmolzen die Kontakte in den Kunststoff der Zangen ein. Batterien von Fahrzeugen, welche über längere Zeit nicht gefahren werden, zum Beispiel bei Motorrädern, Oldtimern oder Booten, können sich durch den Nichtgebrauch entladen. Für solche Fälle sind im Handel verschiedene Ladegeräte erhältlich. Der Touring Club Schweiz testet insgesamt 9 Ladegeräte für Autobatterien. Diese werden ähnlich wie bei einem Mobiltelefon an der einen Seite an eine Steckdose angeschlossen und an der anderen an die Fahrzeugbatterie. Die Lebenserwartung einer Autobatterie unter erschwerten Bedingungen lässt sich mit einem solchen Ladegerät erhöhen. Die detaillierten Testresultate sämtlicher getesteten Ladegeräte und Starthilfekabel finden Sie unter tcs.ch. Wenn Sie trotz allen Bemühungen nicht weiterkommen, steht Ihnen der TCS-Pannendienst gerne zur Verfügung. 0800 140 140.